Ciao a tutti und willkommen. Wir sind heute wieder in Venedig. Wir sind im Museo del Palazzo Grimani. Das ist ein kleines verstecktes Highlight hier in Venedig. Wir möchten euch dieses Museum in dieser kulturarmen Zeit ein bisschen näher vorstellen. Heute, am 1600. Geburtstag Venedigs, stellen wir Ihnen diesen prächtigen Palazzo vor, der allerdings nicht am Canale Grande liegt. Er gehörte der einflussreichen Grimani-Familie, die im 16. Jahrhundert auf dem Höhepunkt ihrer Macht war. Mit Antonio Grimani stellte die Familie von 1521 bis 1523 den 76. Doge der Republik. Hier sind wir in Antonio Grimaldis Dogensaal. Um die Bedeutung dieser drei Säle zu unterstreichen, sind die Wände und die Böden mit antiken Marmorplatten verziert. Viele stammen aus der Römerzeit oder aus dem antiken Griechenland. Überall antike Vasen, Arazzi, Büsten und klassische Skulpturengruppen. Dieses faszinierende Pergola-Fresko malte der Künstler Camillo Mantovani um 1660. Dieser wunderschöne Palazzo wurde von Antonio Grimani Anfang des 16. Jahrhunderts gekauft. Und dieser Antonio Grimani war eine einflussreiche Persönlichkeit. Er wurde 1521 zum Doge von Venedig gewählt und zeigte in diesem Palazzo im Grunde seine ganze Macht durch die vielen Kunstwerke. Ein besonderes Highlight ist das Tribunezimmer. Hier ist seit 2019 die Ausstellung Domus Grimani zu sehen. Sie bezeugt die Vorliebe auch der Grimani-Familie für die antike Kunst. Das griechische Motiv der Leder mit dem Schwan wurde immer wieder dargestellt. Hier ging Giacomo Casanova ein und aus. Beim nächtlichen Venedig werfen wir noch einen exklusiven Blick in den Markusdom. Wo noch auf der Welt kann man eine solche Mosaikpracht bewundern? Buon compleanno, Venezia! Vergesst bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren, falls es euch gefällt, und unsere Posts zu kommentieren. Damit arrivederci alla prossima!